Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu RERI PVTV, die Woche mit aktuellen Meldungen aus der Photovoltaikbranche im In- und Ausland für Sie zusammengefasst. Schön, dass Sie reingeklickt haben. Der Stromausfall in Indien. Goldman Sachs prognostiziert Einbruch der BRIC-Länder. Die dieswöchigen Rekordstromausfälle in Indien mit jeweils bis zu 600 Millionen Betroffenen sind ein Symbol für den Einbruch der Schwellenländer. Zu diesem Schluss kommt Jim O'Neill von Goldman Sachs Asset Management in einer Analyse. Die gebremste Entwicklung der sich entwickelnden Welt ist global schlimmer als die derzeitige Krise der Eurozone, so der Finanzexperte. Vor allem die fehlende Infrastruktur der BRIC-Länder Brasilien, Russland und China sowie Indien sei für den Einbruch verantwortlich. Besonders mangelt es an Transportwegen wie Straßen und Häfen. Außerdem sei der steigende Energiehunger dieser Länder ein Problem. So konsumieren die BRIC-Staaten allein etwa ein Drittel der weltweiten Energie. So kam der indische Zusammenbruch für viele Experten nicht unerwartet, da der Energiehunger des Subkontinents längst das Angebot überschritten habe. Nicht nur in den BRIC-Staaten wirft die Energieversorgung Fragen auf. Trotz international steigender Stromnachfrage strauchelt die Photovoltaikbranche. Die Pleitewelle setzt sich fort und Anleger verlieren Geld. Große deutsche Solarkonzerne haben an der Börse mehr als 20 Milliarden Euro verloren. Die Krise setzt den Branchengrößen in China zwar weniger zu, da deren Regierung den Bau heimischer Solarprojekte fördert. Dies wiederum bereitet aber vor allem den deutschen Unternehmen große Sorgen. Vor allem der Preisverfall bei Solarmodulen durch die Konkurrenz aus China zeigt sich für die Verluste verantwortlich. Viele Fehler sind allerdings auch hausgemacht. So haben deutsche Firmen jahrelang die Entwicklung neuer Produkte verschlafen und sich stattdessen auf staatliche Förderungen verlassen, die sich die Bundesregierung inzwischen nicht mehr leisten kann. Aber es gibt auch erfreuliche Branchennews. So scheint das weltweit größte Unternehmen für Photovoltaikprodukte LDK Solar gerettet. Das chinesische Unternehmen mit etwa 2,5 Milliarden Euro verschuldet, wird vom staatlichen chinesischen Kupferproduzenten Yangtze Copper finanziell unterstützt. Die chinesische Regierung versucht offenbar alles, ihre im Ausland tätigen chinesischen Solarunternehmen vor der Krise zu schützen. Dies scheint auch zu gelingen. Jedenfalls kletterten die Börsenwerte von LDK Solar am Tag nach der Bekanntgabe der Rettungsmaßnahme um 8,6% auf 1,13 Euro. Aber auch in Deutschland machen einige Meldungen Hoffnung. So ist das insolvente Photovoltaikunternehmen SolarWatt AG auf dem Weg der Besserung. Das Dresdner Unternehmen hat den von Sanierungsexperten vorbereiteten Restrukturierungsplan fristgerecht beim Amtsgericht Dresden eingereicht. Damit hat der Hersteller von Photovoltaikmodulen und Systemlösungen einen großen Schritt in Richtung Sanierung des Unternehmens gemacht und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt. Der Plan sieht unter anderem vor, 337 der 435 Arbeitsplätze zu erhalten. Photovoltaikunternehmen GP Joule vermeldet Rekordumsätze. Das nordfriesische Generalunternehmen GP Joule hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2012 fortgesetzt. GP Joule war im laufenden Jahr für den Bau von Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 75 Megawatt verantwortlich. Davon entfallen 14 Megawatt auf Windenergie und 61 Megawatt auf Photovoltaikanlagen. Darunter 40 Megawatt durch den Solarpark Poponje bei Bordeaux. Das sei für GP Joule trotz einem für die Branche insgesamt trüben ja einen Rekordwert, betont das Unternehmen. Leistungsstärkstes Photovoltaikkraftwerk auf deutsche Bahnflächen am Netz. Die Deutsche Bahn AG, die Stadt Wittenberge und die Investmentfirma Moser Berg Clean Energy haben im brandenburgischen Wittenberge die bislang leistungsstärkste Photovoltaikanlage auf einer Fläche der Deutschen Bahn eingeweiht. Das auf einer ehemaligen Deponie errichtete Photovoltaikkraftwerk hat eine Größe von 8 Hektar und erbringt eine Spitzenleistung von 3,9 Megawatt. Die Deutsche Bahn hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 den Anteil erneuerbarer Energien am Bahnstrom von derzeit 22% auf 35% zu steigern. Nevi Solar baut Riesensolaranlage in Weimar.
Dort wurde gestern die größte Solaranlage der Stadt in Betrieb genommen. Mit knapp 10.000 Modulen auf 21.000 Quadratmetern und 2,3 Megawattstunden Leistung versorgt die Anlage knapp 1.000 Haushalte. Der Strom wird dabei über Trafostationen ins Netz der Stadtwerke eingespeist. Die Solaranlage gehört der Firma Nevi Solar GmbH aus Baden-Württemberg, die etwa 3 Millionen Euro in den Bau investierte. Sie befindet sich auf dem Dach der Halle, in der Nevi Solar sein neues Logistikzentrum einrichten will. CDU-Politiker Fuchs erneuert Kritik an der Photovoltaik. Der Wirtschaftsflügel der Union will bei jeder Diskussion über das erneuerbare Energiegesetz eine stärkere Begrenzung der Photovoltaik durchdrücken. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Michael Fuchs sprach in einem Interview mit der Rheinischen Post und erneut über absurde Exzesse bei der Solarförderung und identifizierte das Gesetz als einen der Hauptkostentreiber, welches einer Reform bedürfe. Zunahme von Photovoltaik-Neuinstallationen in Großbritannien. Der Zubau in Großbritannien erreichte vor der Kürzung der Einspeisevergütung zum 01.08.2012 erneut Spitzenwerte. Anfang August sank die Solarstrom-Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung unter 4 kW von 27 auf 20 Cent pro Kilowattstunde. Außerdem wurden die vertraglich zugesicherten Vergütungslaufzeiten von 25 auf 20 Jahre gekürzt. Laut britischen Branchenverband Solar Trade Association bleibt Photovoltaik allerdings trotz der Kürzung eine lohnende Investition. Photovoltaikpreise sind aufgrund des Handelsstreits eingebrochen. Laut taiwanesischem TrendForce Marktforschungsunternehmen ist die Nachfrage nach Photovoltaikprodukten im August 2012 stark zurückgegangen und die Preise schnell gesunken. Dies liege am immer noch anhaltenden Handelsstreit in den USA und den noch offenen Handelsbeschwerden in der EU und China. Das Marktforschungsunternehmen meldet den stärksten Preisverfall bei Solarzellen. Die Stückpreise für Multi- und monokristalline Silizium-Solarzellen sanken um 5,27% auf 1,42 € bzw. auf 1,59 €. Auch übermäßige Lagerbestände aus dem zweiten Quartal seien dafür mitverantwortlich. Das waren sie soweit, die Meldung für diese Woche. Kommenden Freitag sind wir zur gewohnten Zeit wieder für Sie da. Klicken Sie sich rein, Ihnen noch eine schöne und erfolgreiche Zeit. Bis dahin.